Oh ja, der ist verdammt gut. Der ist wirklich gut. Ich würde sagen, sogar mein Favorit. Willkommen zurück. Heute gibt es eine Haustour von Latteliero, einer recht neuen Marke aus dem schönen Freiburg in Baden-Württemberg, nicht weit von mir. Jo, ich fange mal in diesem Video mit den Männerdüften an. Es gibt fünf Männer, fünf Frauendüfte. Die Frauendüfte kommen in einem separaten, extra Video. Heute wieder im Sitzen, ich habe irgendwie keinen Bock zu stehen. Ich habe noch mal Muskelkater beim Joggen. Deshalb, starten wir einfach mal los, ne? Der erste, ich habe den mir einfach noch aufgesprüht zum Zwischenriechen, haben wir einige Notizen gemacht und wir arbeiten das Ganze jetzt so schön ab mal, ne? Also, Victorious, der erste Duft. Noten: Moschus, Eichenmoos, Zitrone, Anis, Johannisbeere, Bergamotte, Birke, Apfel, Ambra. Wenn man das so liest, dann lässt einen ja die Vermutung nahe, dass man hier Richtung Aventus geht. Ja, so ist es tatsächlich. Wenn einem Aventus, Hachiwald, Orion die Gegend gefällt, wird man auf jeden Fall hier auch großen Gefallen dran finden. Was ich hier cool finde, ja, der ist so richtig schön. Ein bisschen rauer, ein bisschen holzig. Klar, die Ananas, vor allem die Johannisbeere finde ich sehr präsent. Die ist hier wirklich sehr, sehr stark mit bei. Aber generell, ja, so dieses etwas holzige wird hier auf jeden Fall auch groß geschrieben, muss man ganz klar sagen. Ich weiß noch, wir hatten damals so vorm Haus viele Birken, bestimmt 10 Birken. Und tatsächlich, irgendwie kriegt man auch wieder diesen Eindruck so, ja, von diesen ganzen Birkenbäumen, die vor der Hütte stehen, ne? Finde ich auch cool. Hat für mich so ein bisschen Nostalgiefaktor in dem Fall. Generell Performance allgemein ziemlich gut, projiziert schön. Ich würde sagen, die ganzen Düfte haben alle, also kein Problem mit der Performance. Irgendwie 7, 8, 9 Stunden halten die um den Dreh, plus minus, mit einer ordentlichen Sillage. Nichts Brutales, nichts Schwaches, völlig in Ordnung. Ja, toll. Also gegen Ende habe ich noch aufgeschrieben, wird der nochmal einen Ticken süßlicher. Aber generell holzig, Ananas, männlich, also fruchtig, holzig, ja, so würde ich es beschreiben. Und wenn einem alles Aventus-ähnliche gefällt, wird einem der hier auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Wirkt für mich sogar hochwertiger als die aktuellen Aventus-Badges, muss ich wirklich sagen. Deutlich hochwertiger. Deshalb eigentlich wieder mal eine coole Alternative für einen deutlich günstigeren Preis, ne? Nexter, The One, verspricht ja auch schon viel, also der Titel des Duftes. Kurz auf die Noten eingehen. Wir haben hier drin maritime Noten, Orange, Jasmin, Lorbeer, Guayakholz, Eichenmoos, Zitrone, Ambra und Patchouli. Öffnet für mich recht süß, muss ich sagen. Ja, wirklich. Hat aber auch so einen frisch-seifigen Charakter gleichzeitig irgendwie für mich. Generell eher so ein Saubermann-Duft. Also für mich eher Büro, bisschen dezenteres Umfeld generell. Wenn man nicht so auffallen möchte, vielleicht einfach ein bisschen gut riechen, aber jetzt nicht den ganzen Raum verpesten will, sozusagen. Gibt es ja auch im positiven und negativen Sinne. Aber hier ganz klar, also am Anfang eben frisch, floral, leicht seifig, würde ich sagen. Also so ein typischer, angenehmer Office-Duft, beziehungsweise für Situationen, wo man jetzt nicht allzu sehr auffallen möchte, ne? Also dafür ist der auf jeden Fall toll geeignet. Hat mich auch so in gewisser Weise an den Date for Man von Jeremy ein bisschen erinnert. So, aber weniger süß, also viel, ja, abgerundeter vor allem auch und nicht so extrem aufdringlich. Also, ja, das auf jeden Fall so, geht auch so in diese Richtung, ne? Ultramell vielleicht, aber alles allgemein deutlich cleaner, weniger süß gehalten, erwachsener gehalten, deutlich erwachsener, also so diese Richtung geht der Duft. Wird euch sicherlich auch gefallen, wenn ihr diese Art von Düften mögt. Minimal Süße noch mit drin, aber wirklich hier eher so dieser saubere Charakter, finde ich, kommt hier wirklich schön durch. So weißes Hemd, blaue Hose, irgendwie sowas, diese Richtung. Ja, genau.
Aber aufgeschrieben, gegen Ende kommt der Patchouli, aber auch leicht süßlich noch ein bisschen durch, was ja auch so dieses eher Office-Männliche, finde ich, ein bisschen unterstreicht, ganz klar. Ja. Nächster Duft wäre der Urban Leather. Noten: Leder, weißer Moschus, Rose, Sandelholz, Zinnholz, Amber, Kräuter, Waldbeeren, Vanille und Jasmin. Jetzt muss ich gucken, dass ich die richtigen Streifen nehme. Ha, hier Urban Leather. Also der ist schon, der ist ledrig. Der ist sehr ledrig. Also wer kein Leder mag, ist hier definitiv raus. Aber sowas von extrem. Also für mich schon Kategorie Tuscan-Leder, so von der Power, von der Kräftigkeit vom Leder, auf jeden Fall. Heftig, heftig. Hat schon fast so was leicht rauchig, kratziges an sich. Also doch, ja, brutal, muss man schon sagen. Ich finde auch so im Hintergrund so ein bisschen was Kräutriges, Krautmäßiges. Kann gut sein. Ja, Kräuter sind auch gelistet eben. Das finde ich, merkt man tatsächlich ziemlich gut. Aber für mich dominiert hier ganz klar das eher raue Leder für mich. So ein bisschen angeraut. So kommt das rüber. Der hat Power, der hat wirklich Power. Und damit wird man auffallen. Anecken. Polarisieren, keine Frage. Also, wenn ihr eben so Richtung Tuscan Leather, irgendwie ja London vielleicht, wobei der ist ja noch harmloser, aber so, wenn ihr auf Tuscan Leather steht, der hier ist auch eine gute, potente Alternative, definitiv. Also geht auch in diese Richtung. Ich habe aufgeschrieben, gegen Ende wird der eher so dunkelholzig und die Kräuter bleiben übrig. Also so. In dem Verlauf, das heißt, das Leder ist anfangs sehr präsent und wird dann mit der Zeit etwas weicher, abgeflachter. Ja, so sieht's aus. Der nächste, Le Provocateur, auch hier ein spannender Name, ne? Oh ja, der ist verdammt gut, der ist wirklich gut. Ich würde sagen, sogar mein Favorit. Noten sind Zimt, Rose, Tonkabohne, Amber, Mandarine, Grapefruit, Minze, Leder, Moschus und Gewürze. Also deutet hier definitiv auf so ein Gourmand hin, was ja einfach subjektiv für mich einfach eine tolle Duftrichtung ist, die ich sehr, sehr gern mag. Deshalb gefällt mir der echt sehr, sehr gut. Wir haben echt, also volle Kanne Zimt am Anfang, definitiv. Also steht hier ganz klar im Vordergrund. Muss hier nochmal ein bisschen spicken. Ja, auch die süße Tonkabohne mit bei. Hat schon wieder so, geht schon so in Richtung Kuchen, gebacken, Gebäck, frisches Gebäck, so diese Richtung, Weihnachtsbäckerei, ganz klar. Aber was mir hier auffällt, er ist nicht so wulstig süß, so schwer süß, wie man es oft hat, sondern der behält noch so eine angenehme Leichtigkeit, auch so eine gewisse Trockenheit, was es vielleicht ausmacht, dass er nicht so dicht ziehen nach unten ist, wie man oft bei diesen Gourmands süßen Düften hat. Das finde ich hier ganz cool, dass das echt noch recht ausbalanciert ist. Generell. Ja, die Mandarine ist es. Es ist die Mandarine. Was das so ein bisschen auflockert, so diesen Kontrast, diesen spritzigen Kontrast noch mit reinbringt am Anfang, definitiv. Das verschwindet aber mit der Zeit und wir kommen dann immer mehr in so eine, ja, vielleicht noch etwas schwerere Richtung. Nee, aber so eine noch süßere, noch leckere Richtung. Ich habe mir aufgeschrieben, in der Zeit erinnert mich so an einen Lebkuchen. Also, da sind wir irgendwo angesiedelt. Und Lebkuchen sind ja auch eher etwas trockener. Von dem her finde ich, passt es ganz gut. Gegen Ende aufgeschrieben, bleibt noch so ein bisschen so ein pudrig heller Moschus übrig, gepaart mit so einer, ja, eben angenehmen, leckeren Süße. Ne? Also, guter Gourmand, finde ich sehr gut gelungen, gefällt mir wirklich gut. Ist hier aus der Männerreihe dann jetzt von allen so auch der Favorit. Von mir natürlich, ne? Rein subjektiv. Der letzte, Irresistible Man, auch hier wieder, der Titel lässt vieles verhoffen. Noten sind Lavendel, Bergamotte, Kräuter, Kardamom, Tonkabohne, Zimt, Minze, Vanille und Kokosnuss. Hört sich ja auch eher so nach Gourmand, diese Richtung irgendwie an. Ist es aber nicht, also für meine Ansicht nach nicht. Wir haben am Anfang ganz klar Lavendel, viel, viel Lavendel. Also das hier ist sehr, sehr dominant und auch deutlich schon diese Kräuter mit bei. Ne? Also riecht echt ein bisschen, ja, man hat immer so diesen lilanen,
fällte Teppich vor sich, wo man sowieso einmal die Nase einen Blick schweifen lässt und hineinriecht. Also so kommt das auf jeden Fall rüber. Volle Kanne, diesen eben frischen, wilden, kräutrigen Lavendel. Am Anfang echt definitiv. Ganz klar. Ich finde, er wird mit der Zeit so ein bisschen frischer. Auch hier wieder überhaupt nicht irgendwie zu schwer aufdringlich. Ich weiß nicht, ob ihr Music for a While kennt, zum Beispiel von Frederik Malle. Da ist das Ganze noch viel brutaler und noch dominanter, extremer, diese Lavendelnote. Und generell der ganze Duft ist einfach, ja, ein bisschen mehr in your face sozusagen. Eben generell hier Assoziation so ein bisschen so mit, eben, so mit Frankreich einfach. Keine Ahnung, erinnere mich einfach daran, an das Land. Irgendwie hat diese Kombination so ein bisschen was aus von Gummi, Autoreifen für mich. Ich weiß nicht warum, wenn man so immer näher weiter reinriecht. Keine Ahnung, aber es hat irgendwie so was Interessantes, so was Neues an sich, was man irgendwie nicht kennt, selten riecht, also sehr, sehr speziell, sehr anziehend, weil es halt nicht so generisch ist, sage ich einfach mal, und man das Ganze noch nicht so wirklich kennt. Also es ist eine andere Art von Duft, die auch völlig hier aus der Reihe tanzt, und das macht ihn vielleicht so am interessantesten letztendlich. Generell, ja, finde auch diese Kokosnuss kommt manchmal so ein Ticken durch gegen Ende, aber die ist echt nur so ein Randprodukt. Also für mich bleibt hier ganz klar so dieser Lavendel, diese Kräuter, ja, so gewisse Würze mit bei. Ich finde auch die Minze kommt bei mir jetzt nicht so stark durch, die mit drin ist. Also so wirklich belebend ist ja Minze oftmals, ne? Finde ich jetzt nicht so extrem hier, aber generell der Duft selber bleibt wirklich so angenehm ausbalanciert. Das auf jeden Fall. Er wird irgendwie nicht zu schwer, nicht zu würzig, auch überhaupt nicht zu floral oder so. Also so ein interessanter, ich glaube, zeitloser Herrenduft, würde ich mal behaupten. So diese Richtung geht er, ne? Eher modern gemacht, keine Frage, weil der Lavendel nicht so zu brutal ist und zu schwer, wie man es oft hat in so klassischen Herrendüften, wo der Lavendel sehr stark verarbeitet ist. Hier ist es irgendwie so ein bisschen aufgelockerter und recht modern gemacht. Sehr interessant, hält super gut der Duft, also 8 Stunden plus auf jeden Fall und projiziert auch ordentlich. Keine Frage, auch den fand ich sehr, sehr interessant. Also so die letzten beiden waren so die Favoriten, ganz klar, hat man glaube ich auch rausgehört, weil die so ja wieder ein bisschen was Neues reingebracht haben. Jo, ich glaube, ich habe euch hier die ganzen Flakons-Stump-Bilder noch eingeblendet, dann seht ihr mal, wie die noch aussehen. Ich Idiot, jetzt habe ich die Originalen gar nicht reingezeigt. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Genau, Webseite werde ich euch unten verlinken. Frauenvideo wird auch kommen. Auch das wird interessant. Ich muss sagen, auch die haben mir sehr gut gefallen, die Frauendüfte. Werde ich gleich im Anschluss hier drehen. Wenn ihr Fragen, Kontakte oder irgendwas haben wollt, am besten auf Instagram schreiben, sage ich ja immer. Da antworte ich und bin immer präsent. Findet ihr auch unten den Link. Und ein kleiner Nachtrag noch zu den Düften. Also generell, es sind so wirklich sehr, sehr gefällige, sehr ausbalancierte und vor allem ultra, ultra alltagstaugliche Düfte. Also der Gamore schießt nicht übers Ziel hinaus, der Irresistible, was für mich so der speziellste ist, schießt auch nicht übers Ziel hinaus. Die anderen drei sind, ja, eher bekannter von den DNAs her und jetzt auf keinen Fall zu provozieren. Klar, der Lederduft, der ist natürlich gewagt, aber man kennt auch diese DNA letztendlich doch schon in gewisser Weise. Deshalb also super alltagstaugliche und universell einsetzbare Düfte. Das muss man sagen. Nichts ins Extreme. Also hier bekommt man jetzt nicht die Ultra-Nische oder sonst irgendwas. Man bekommt aber auch mehr als bei einem Designer, der jetzt dann vielleicht doch sehr gefällig ist und spürbar mehr Synthetik oftmals beinhaltet. Ne? So viel nochmal dazu. In dem Sinne. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.